Ja, hallo, ich bin der Martin. Ich habe die Absicht, über diese Linsen zu informieren, die ich verwende. Das sind alles manuelle, bis auf eine. Das ist eine manuelle. Das ist eine Asahi Super Takuma. Die ist eine F1.4, 50 mm. Ich zoome jetzt mit der und nachher... Ne, ich laufe erst ins Bild, dann seht ihr ungefähr, wie der Zoom sich in Bewegung verhält. So, ich zoome und lauf. Ne, ich zoome nicht, ich laufe nur. Der Zoom macht... Der Zoom, den Zoom, die schärfste Einstellung vom Zoom, vom Fokus treffe ich hier. Ich habe sie hier hingesetzt. Nach hinten das Bouquet sollte etwa hier anfangen. Bei der ist auch eine kurze Fokaldistanz, die ist etwa 40 cm. Nach vorne ist nicht mehr scharf, ab hier etwa. Und nach hier hinten ist auch nicht mehr scharf. Ich laufe jetzt ins Bild oder zurück und dann zoome ich mal durch. Dann seht ihr, was für Glascharakteristika diese Linse hat. So, ich zoome mal da näher zu mir und nun zoome ich langsam weg. So, voll weggezoomt, nochmal zurück auf den Baum. So, jetzt nach drüben. Das ist unendlich Fokussierung, jetzt kommen wir langsam näher. Ja, und dann wird es halt wieder unscharf. Wie gesagt, das ist eine Takuma. Ich mache es jetzt mal ganz auf. So ist er voll offen, auf 1,4. Hat auch ihre ganz eigene Charakteristika, wie die anderen auch. Gut, nächster Clip.